total erledigt und durstig. Und ich habe keinen Schimmer von diesem verfluchten Ort, also sei mal nett und gönn mir eine Pause, okay? Es wird alles wieder gut. Ich bin mitten im Nirgendwo. Ich sterbe vor Durst. Und alles ist für den Arsch. Aber alles wird gut. Lass mich in Ruhe, Aiden. Was? Ist okay, Aiden. Werd jetzt bloß nicht nervös. Hey, tut mir leid, wenn ich so reinplatze. Ich bin auf der Suche nach einem Platz für die Nacht und ich wollte Sie bitten. Du kannst hier nicht bleiben. Sorry. Kann ich nicht für die Nacht in der Scheune bleiben? Bitte, ich meine versprochen, morgen früh bin ich wieder weg. Ich hab doch gesagt, das geht nicht. Du solltest abhauen. In der Hoste. Ja, ja. Ja, es war so. Kuri nao. Dobone, zarahe. Edin, ne? Ote ye. Kotnoas, ad. Bendako, the doth kath. Ado, a bendago no doth do. It's okay. Du kannst hier schlafen. Komm rein. Wie heißt du denn? Jody. Ich bin Paul. Das sind meine Söhne, Corey und Jay. Meine Mutter, Shimasani. Wunder dich nicht, wenn sie dir nicht antwortet. Sie spricht seit Jahren nicht. Der Tisch ist gerade gedeckt. Willst du mit uns essen? Ja. Ja, danke.
sehe nicht viele Anhalter hier draußen. Na, wo geht's hin? Ich ziehe einfach umher von Tag zu Tag. Ich schätze, wenn ich lang genug reise, dann finde ich vielleicht mein Ziel. Verstehe. Ihr gehört zu den Navajo, richtig? Wir sind die Nee. Das heißt die Menschen auf Navajo. So nennen wir uns selbst. Seid ihr Pferdezüchter? Ja, Mustangs. Wir haben auch ein paar Churros. Churros? Schafe. Oh. Wir verkaufen Wolle und Milch. Nicht viel, aber es reicht für uns aus. Das ist die erste Ranch in der Gegend seit Meilen. Es gab mal mehr von uns. Die meisten sind in die Stadt. Das Leben ist hart hier draußen. Es ist spät. Jay bringt dich in dein Zimmer. Gute Nacht. Kommst du mit? Du bleibst in deinem Zimmer. Was immer du auch hörst. Was ich höre? Wie meinst du das? Wenn du am Leben hängst. Verschließ die Tür und komm nicht raus bis zum Morgen. Ich weiß, es ist wirklich seltsam hier. Keine Sorge. Morgen Abend sind wir längst weg von hier. Gute Nacht, Aiden. Öffne irgendwie diese Tür.
jetzt zurück in dein Zimmer, sofort! Bitte, Jodie. Los, tu es einfach. Du sahst fertig aus. Die Jungs sollten dich nicht wecken. Danke, das war echt nötig. Willst du einen Kaffee? Ich bin dann mal weg. Danke. Hier gibt's eine Menge Arbeit auf der Farm. Vielleicht willst du für ein paar Tage hier bleiben. Du kannst uns helfen. Ich kann nichts bezahlen, aber setz ein Dach über dem Kopf und Essen auf den Tisch. Wie sieht's aus? Ja. Ja, wieso nicht? Gut. Du findest Klamotten in Corys Zimmer. Wir sehen uns draußen. Einsatzbereit? Ich bin startklar. Die Schafe brauchen Wasser. Das kriegst du doch hin. Klar.